Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Space Hulk Tactics mit den Blood Angels. So, ich bin der Meinung, letztes Mal, als ich das Spiel gespielt habe, haben wir hier genau aufgehört. Und da stand eigentlich, dass wir jemanden mit einer schweren Waffe zurücklassen. Oder? Höre ich mich? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin nur verwundert, dass es auf einmal ein ganz normaler Sturmterminator ist. Den lasse ich doch einfach mal hier. Yes, brother. Und dann ziehen wir unsere Wege weiter. Wir nähern uns einem alten Elderschiff. Vor uns herrscht starke Psi-Energie. Okay. Wollen wir uns das Teil noch? Oder? Komm. Schnell weg! Oh, da war gerade die Info, dass jetzt da Signale erschienen sind. Aber wir sind weiter. Let's go. We have breached the hull of an Eldari starship deep in the mass of the Space Hulk. Understood, Brother Sergeant. You should be able to turn any Xenos energy sources to our advantage. Hold. My all specs show strange readings. I'm detecting rising energy levels in all directions. In the silence, through the ether, I hear a thousand voices whispering in the dark. Confirming. We detect the same energy pattern. The subsystems of that alien craft are still functional. Ja, Respekt an die Elder. Gebaut. Indeed so. I am familiar with these patterns. I believe Sergeant Tahariel's strike team has been detected by an automated defense system. I see no weapons, no threat. Explain, Inquisitor. It is a final defense mechanism designed to prevent the capture of an Eldari vessel by invaders. When enough energy has been gathered, it will trigger a catastrophic vortex implosion. If you are within the energy penumbra, you and your warriors will be dragged into the warp. I suggest a speedy withdrawal. Brother Captain, retreat is impossible. The bulkheads have sealed behind us. It's a trap. The Eldari strike at us from their graves. It's a trap. You must find a way to deactivate the system. Wait! New contacts detected. Xenos life signals are converging on your position. Gene Stealers! Ja, Überraschung. So, zerstören Sie zwei Konsolen im selben Zug. Das klingt schon mal scheiße. Verwende nicht die Psi-Kraftbarriere. Dafür kriege ich 480 Teile. Und dazu sage ich, leck mich. Nutze sie trotzdem. So, ich habe schon das Symbol gesehen, wir brauchen ein Skriptor. Und dann können wir mal gucken, wir haben noch, Punkte ausgeben. Plasmakanone. Oh, hier. Sichere Fusion. Aber ich nehme die Plasmakanone noch nicht mit, aber wir können sie ja schon mal kaufen. So, was haben wir dann noch? Ach, der kann auch noch Flammenwerfer kaufen und Plasmakanone. Die will ich erstmal den Flammenwerfer freischalten. Der kann nichts, keine Module. Karten hat er auch schon alle. Okay, da habe ich jetzt keine Karten mehr. Waffen. Können wir noch die Waffen? Hat er. Karten hat er. Energieklauen. Reicht denn einer, die hat? Richtig. Irgendwo kommt man gerade noch Karten aufwerten, ne? Ich glaube, ich mir gerade. Nee, das war nur beim Dock. Ich hab gerade noch irgendwie. Ah, nimm noch die andere Waffe hier. Bei ihm hier. So, dann haben wir jetzt da quasi bei den Sturmleuten. Oder bei den schweren Waffenträger, sagen wir mal. Alle Waffen dabei. Wir bleiben trotzdem mal bei der Sturmkanone. Jetzt gemacht. Ich habe was Falsches gemacht. Zurück. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich habe extra meine Kopfhörer mal ganz schnell weggepackt. Oh Mann, Mann.
So, ja, let's go. Bin mal auf die Mission gespannt, wird bestimmt nicht leicht. Aber ich hoffe auch nicht, dass sie so schwer ist wie die letzte. Da habe ich mir ja echt die Zähne ausgebissen. Und wie gesagt, die Barriere da, das ist einfach das Geilste am Skriptor, die macht. I have located what appear to be two power nodes on the Eldari ship. Destroying them should stop the energy buildup and neutralize the defense system, but you will need to act quickly. Ja, wir werden schnell handeln, machen wir immer. Sending coordinates, Brother Sergeant, find those targets. Jo, wir finden schon die Ziele. Be aware, this will not be a simple act. The Eldari are always scheming, always difficult to overcome. What do you mean? Both nodes must be destroyed in rapid sequence, Blood Angel. Any delay in obliterating them will cause the vortex implosion to initiate prematurely. Nacheinander? Ah, ich dachte gerade zeitgleich. Acknowledged. Squad, I will lead the second group, brother. Ah, wir brauchen keine zweite Gruppe, wenn wir, warte mal. Achso, das sind jetzt die Konsolen. Zerstöre zwei Konsolen im selben Zug. Aber er sagt dann im selben Zug. Gerade nacheinander, was denn du? Das ist schon echt wichtig. Ich 20 Runden Zeit habe, um dahin zu laufen, kaputt machen, da kaputt machen. Ist das jetzt nicht unwichtig? Weil wenn wir das nacheinander machen können, können wir quasi als eine Gruppe links und rechts lang laufen. Und ja, klar, wenn wir das uns aufteilen müssen, haben wir natürlich weniger Leute und ja, wird spannender sein. In position. Ready. In position. In position. So, das ist erstmal eine Aufstellung. Mal gucken. Ach, warte mal. Das sind auf jeden Fall Spawnpunkte. Eisansicht. Kommen nur hier durch diesen Gang. Das heißt, hier können wir den durch den Skriptor immer ausschalten. Weil dann können die überhaupt nicht raus. Und nur die können hier lang und da lang und natürlich die äußeren. Haben wir quasi nur 6 Spawnpunkte. Wo hat er die Plips hingelegt? Gar nicht. Auch da unten. Aber wenn er dran ist, kann er nochmal 2 Plips legen, ne? Gut, dann, Sesam, öffne dich. Wo schicken wir dich lang? Schick dich erstmal dahin. Viele Einheiten. Yes, brother. We shall cleanse. Entlassen. Das passt. So, wollen wir überlegen. Hier kommt ein Blip erstmal. Komm, gehen wir von aus, es kommt hier gleich so viele Blips, dass wir hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt nicht an den ersten. Das heißt, wir kommen Vollgas nach vorne. Eine schwere Kanone ist mein Plan, schließt sich der einen Gruppe an und die andere der andere und ja. Wir müssen unbedingt ein Dreier- und ein Zweier-Team bilden. Oder können wir einen einfach irgendwo zurücklassen? Der hält den Gang sauber. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Skriptor hier entweder die zu blockieren, aber hier sind noch keine Blips. Aber wenn er dran ist, kann er 2 Plips legen. Das ist ja das Ding, ne?
Ich glaube trotzdem, wir machen das hier. Force field activated. Und dann schauen wir mal, was die KI macht. Ich hoffe, sie macht genau da Plips hin, wo ich blockiert habe. Wäre natürlich am schönsten. Nö, macht er eben nicht. Gleich drei Plips. Alter. Jeans-Dealer, du. Wäre natürlich jetzt geil, die schweren Leute gleich in diesem Gang. Oder wir hätten doch einen zurücklassen sollen. Wir hätten hier einen zurücklassen sollen, glaube ich. Ah, nee, der wäre tot. Das war doch falsch. So, 1, 2, 3. Ja, float. Mach mal die Tür auf. So, wir können warten, bis die kommen. Dann kommen wir mit den nächsten Plips. Das ist natürlich auch scheiße. Und dahin. 4 Punkte. Ach, das ist jetzt irgendwie doof. Ich bin gerade am Überlegen. Also wir können mit einem irgendwo reinlaufen und der andere muss decken. Das machen wir. Komm. Opfer. Überlegen wir. 4 Punkte, bis er sich dahin gedreht hat. Dann reicht ja mal eigentlich Feierkarte opfern. Dann deckt er nur und macht wieder Watch Mode. Wir könnten zwar gratis einmal schießen, aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Dann machen wir denen einfach die Tür auf. Die sollen schön mal ihren Bewegungspunkt dafür verbrauchen. So, hier machen wir auch Watch Mode. Das heißt, hier haben sie von zwei Seiten, kriegen sie einen schön auf die Nase. So, hier können wir das jetzt nicht so machen. Einmal Mr. Schwere Waffe in die Richtung. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Code. Ich glaube, hier spielen wir mal auf Sicherheit. Hier machen wir einfach mal. Der kostet 3 Punkte. Kommt aber, glaube ich, keiner an, ne? 1, 3, für ihn, ja. Gut, hoffentlich liegen wir damit richtig. Von da können sie auch kommen. Aber auch sie. Ja, Achso, wir können, wir können mit dem Skripter ja noch den Weg dicht machen. Ich hab nur Angst. 1, 2, 3, 4. 6. Ihr könntet die Runde hier unten dicht machen. Das heißt, sie müssen von irgendeiner Seite kommen. Ich mach den einfach hier dicht. Müssen sie auch von der Seite kommen. Aber dann können von oben welche kommen. Aber gerade sind die ja eher unten die. Hier möchte ich ja, dass er da lang geht, bis sie sterben. Aber die möchte ich irgendwie nicht haben. Ich blockiere die einfach. Weit. Sechs. Auf jeden Fall zwei Türen.
Ich würde sagen, wir helfen einfach mal hier der Sturmkanone, dass uns die Mitte nicht auseinanderbricht. Okay, nochmal. 6. Was? So. Hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Kommt nämlich einer davor. Toll. Wir haben natürlich ein Skripto da vorne. Ah, da kommen gleich mehrere. Der wäre nämlich jetzt tot gewesen. Definitiv. Der sagt auch schon mal Hallo. Ich hoffe, wir haben gleich eine Karte, wo der Skripto Punkte kriegt. Und der macht auch schon die Tür auf. Hm. Weißt du? Ich glaube, das Krypto braucht noch jemanden, der da ihm hilft. Also. Ja. Gut. Oder auch nicht gut. Ich glaube, du siehst niemanden, ne? Die Karte spielen wir erstmal. So, na, dann haben wir das schon mal erklärt. Jeden Punkt, den wir eigentlich näher an den Gegner gehen, ist natürlich für den Gegner ein Vorteil, er kommt näher ran. So, dann machen wir mal Feuer. Feuer! Also einen Punkt schon mal gekriegt. Den machen wir eins hinter uns zu. Besten wir natürlich hier, aber dann können sie nach links und rechts. Wir sind jetzt einfach da. Er läuft jetzt einfach mal vor. Okay, schlagen brauchst du nicht, mach einfach auf. Stört mich hier der eine. Ich weiß, dass es ein Sergeant, der den Rücken angreift. Overwatch. Decken wir ihn so. Und die Nahkampfkarte heben wir uns immer auf. Und die wandeln wir um. Durch das Skriptor. Hier vielleicht noch mal Punkte machen. Und dann war es das mit dem Skriptor. Punkte hat er gekriegt. Vielleicht, wenn die jetzt hoffentlich noch mal 2-3 sterben, dann kriegen wir noch mal 1-2 Punkte. Das ist jedes Mal für uns halt eine Bedeutung, dass wir hier den Weg blockieren können. Gehen aus dem Weg, die Schweine. Gut. Das waren noch 2 Punkte. Ich hätte gedacht, dass mehr beim Skriptor lang gehen. Ah, jetzt kommt einer von da hinten. Zwei sogar. Das ist doof.
ist der nächste Clip? Da hinten. Ah, oh, ich komme da nicht durch. So, da hinten ist jetzt sauber. Jetzt hat aber der Sergeant das Problem an der Backe. Überlegen wir uns mal gleich wieder. Ah. Ins Skript haben sie auf jeden Fall ein Ei gelegt. Der kommt irgendwie nicht weiter. Unterstützung für den Sergeant. Das geil ist, die können auch einfach da durchgehen und dann kommen sie hier durch und dann sind sie, ja. Jetzt so machen wir den Sergeant. Wie geht's? Ein Schritt. Feuer. Ein Schritt. Feuer. Jetzt überlegen wir mal. Das. Der kommt hinterher. Ich werde es nämlich so machen. Der Sergeant geht alleine dann hier rein. Er wird den Gang hier unter Kontrolle kriegen. Falls nämlich einer hier ploppt, respawnt, dass er hier nicht durchgehen kann. Dann könnten wir das vielleicht zu zweit hier hinkriegen. Ich glaube, wir versuchen es zu zweit. Das, solange von da keiner kommt, könnte das klappen. So. Das Problem ist immer noch das Skriptor. Hm. Zwei gehen. Einmal schießen. Einmal. Yes, muss auch treffen, ne? Bitte auf den. Um die Ecke geschossen. Was soll das überhaupt mit dem Herz da und diesem Elder-Symbol? Das ist auch ein Grund, warum ich nie die Elder genommen habe. Das Herz hat mich immer irritiert. Okay, das heißt, wir können vielleicht nach dahin gucken, können wir nicht. Und er ist aber auch doof. Überlegen wir weiter. Was können wir machen? Was können wir machen? Ich könnte mit ihm hier hingehen, dahin schießen. Aber Rehen und so sind 5. Dann müssen wir weiterkommen. Die wandeln wir einfach um. Oder was ist das hier? Jeder Terminator erhält 2 Aktionspunkte. Okay, dann die Nahkampfkarte umwandeln. So. Wenn wir da jetzt hingehen. Da hat er noch 2. Das ist mir zu wenig. Überlegen wir nochmal. Er muss ja eh in die Mitte des Raums. So. Er hat sich bewegt, das heißt, ein Gratis-Schuss haben wir eh. Ja, warte mal ganz kurz. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir haben aus der Sicht raus. Hallo. Okay, kann ich das nicht abbrechen? Achso, hier ist einer rausgekommen. Okay. Okay. Ein Gratis-Schuss bitte. Auch ein gratis Treffer und kommt gleich der nächste. Gut, hat sich geklärt. Er muss überleben. Wir machen das mit dem Sergeant, wir machen mit dem Skriptor, wir machen jetzt hier einfach. So, dann kann er. 2 Punkte. Ach, den Laden dicht. Ach, scheiße, ich hätte gerne einfach diesen Clip hinter uns gekillt. Dann hätten wir vielleicht die hier. Ah, ne, komm, wie das mal. Wir blockieren erstmal den einen.
überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er kommt bis dahin. Das heißt, macht keinen Sinn. Wir gucken einfach in die Richtung. Mal nachgucken. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Schräg kann er nicht angreifen. 6. Gut, das kann er auch noch machen. Hilft zwar nicht. Und dann sind wir durch. Ich hoffe, der Skriptor killt noch mal ein paar. Was kommen da die Clips? Ja, er läuft um die Ecke. Und so nun. Ich finde auch beim Rauslaufen dieses Watch Modes müsste der Jeans hier einen Test machen. Weil das Rauslaufen klappt immer eigentlich. Der positioniert sich schon mal klassisch. Ja, okay. Der geht auch nicht weiter. So. Wir könnten jetzt Becher halten. Wir können den Gang in Beschuss nehmen. Er könnte hier laufen und hier den Weg könnten wir blockieren. Vor uns muss das Ziel bereinigt werden. Einmal Gratisschuss. Überlegen wir mal. Er hier. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das heißt, wir können ihn hier in Ruhe töten. Feuer. Da gehst du einen Schritt. Dann haben wir eher mal gratis feuern. Und jetzt haben wir ein Problem. Du brauchst noch einen Aktionspunkt. So. Bei ihm würde ich sagen, wir gehen einfach einen Schritt nach vorne. Unten brauchen wir einen Aktionspunkt, unten brauchen wir einen Aktionspunkt. So, hier gehen wir erstmal nur auf. Lauf. Riptor hat noch 13 Punkte. Blockieren. So. Jetzt brauchen wir noch mindestens ein Aktionspunkt. Ja. Ist einfach zu gut mit dem Vorstoß. Versuchen wir die Karte. Wo kriegst du es jetzt hin? Er kriegt es nicht hin. Das gibt's doch nicht. Dann ist der Sergeant gleich tot, weil er doof ist. Viermal auf ein Ziel. Ah. Und dreimal über mit 56%, ne? So, der Skriptor, ja, der kann einen Eindruck machen. Der Terminator erhält sofort zwei Aktionen. Also die Karte ist so wichtig, könnte man erst... Da muss man planen, den bräuchte man von Anfang an, müsste man die spielen. Ja, dann, wenn der Sergeant fällt, dann geht ja mal eine ganze Taktik im Arsch. Ach, dieser Idiot. Hätte doch eine große nehmen sollen. Wo wichtig. Was, wenn ich die jetzt spiele?
Dann bringt die uns quasi nichts weiter. Er könnte die Tür aufschießen, er könnte die Position schon mal laufen. Ich mach's einfach. Ich hab Angst. Karte gespielt. So, jetzt hau den weg da, Mensch. Was sagt der Nahkampf? Der Nahkampf sagt Scheiße. Ey, das sind jetzt 6 Schuss gewesen. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Sergeant? Das ist doch ein Bug, ist das doch. 6 Mal, das kann's doch nicht sein. So, kannst du quasi in den Weg laufen. Das ist natürlich jetzt auch Scheiße. Ja, die Karte war Mist. Nicht behalten sollen. Das Ergebnis dasselbe. So, Sergeant, guck mal, was du machst. Alter, der stirbt auch noch. Inkompetenz. Inkompetenz in Person. Das gibt's doch nicht. So, die schießen auch komischerweise daneben. Ich weiß, warum ich früher keine Blood Angels gespielt habe. Die treffen einfach nicht. So, da hinten blockieren wir wieder weiter. Mal ganz kurz. Er hat ja da noch keinen Blip gelegt. Ich möchte, dass du... Warte mal, du kannst ja quasi den Gang... Du bist eher eine Gefahr. Wir legen da hin. 2. Checking up position. Und diesen Gang Vigilance, kontrollieren. So. Lord Scriptor läuft weiter und blockiert den Weg. Können ja auch quasi da raus dahin. Und dann sind sie durch. Okay. Kannst du idealerweise. Nein. Das kannst du nicht verlieren. So. Checking up position. Ich laufe mit dem Skriptor einfach vor. So, dann müssen wir mit ihm den da wegschnabulieren. Ein Licht hatte ich erfasst. Stil erkannt. Jeans-Dealer. Ihr Arme langgezogen. Gut. Ich liebe es. Er schießt auf die Decke und er trifft. So. Vigilance, Brother. Dann. Schritt hätten wir noch gehen können. Understood. Gut. Er macht auf jeden Fall erstmal hier hinten dicht. They won't get through this way. So. Was machen wir mit ihm hier näher? Er muss Rambo spielen. Büro 6. Dahin. Dahin gehe ich, bin ich auch im Todesfenster. Ja gut, Yes, Brother. Hilft ja nichts. So, mal gucken. Oh! Der normale Terminator ist viel besser als der Sergeant. Ein Versuch, ein Treffer. Der Sergeant, 6 Versuche, kein Treffer. Und ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier Punkte brauchen. There, you should be close to the primary power node. Remember, both must be destroyed swiftly. Beide müssen schnell nacheinander. Ach, jetzt doch nacheinander. Da steht aber doch, im selben Zug. Was ist jetzt nacheinander oder im selben Zug? Das ist ein Unterschied, ein gewaltiger. Im selben Zug heißt beide im selben Zug. Ich sag mal, im selben Zug, wenn ich jetzt bei 10 bin, oder jetzt in dem aktuellen Zug 6, müssen beide im Zug 6 aktiviert werden. Hm? Im selben Zug. Nacheinander kann für mich bedeuten, im Zug 6 und der nächste im Zug 8 oder 10. Das macht es natürlich einfacher. So. So, der kann aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommt durch.
Das heißt, wir haben mit ihnen eine Runde Ruhe. Diesen blockiert. Er ist safe. Von vorne könnte er getötet werden. Von da, ne? 1, 2, 4, 6. Und von da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, er ist auch safe. Und wir können mal 4 Punkte umwandeln, um da hinzukommen. Wir deaktivieren ihn und das ist dann quasi sein Todesurteil. Danach ist er ja quasi Geschichte. Ja. Okay, du hast was gemacht. Ich hoffe, du hast ihn jetzt deaktiviert. Eine Runde könntest du vielleicht noch leben. Meine Stimme versagt irgendwie. Aber ich klinge auch jetzt ein bisschen wie ein Facebookie. Das haben wir uns gedacht. Eugene Stealer Sau. So, ich hab den jetzt. Muss ich den wirklich kaputt machen? Eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir den Waffe zerstören. Quickly, go for the second node. Okay, schnell, der zweite Knoten. Das heißt, wir haben noch nicht verkackt. Mit denen kannst du gleich Spaß haben. Wir gucken erstmal hier. Hier ist wichtig. Das heißt, Lord Skriptor kann weiterlaufen. Katze meckert. Blau Forest. So, hier machen wir mal auf Safe. Boah. Und. Overwatch. Da kommt bestimmt gleich was. Overwatch. Skriptor, wir brauchen deine Macht. 9 Punkte hat er noch. Den Gang können wir auf jeden Fall zumachen. Und dann haben wir von hinten bald Spaß. They won't get through this way. Gut, dann darfst du jetzt mal gucken, ob du besser bist als der Sergeant. Was für Reflexe. Er wird in den Rücken geschossen und kann sich noch rechtzeitig ducken. Okay, er hat jetzt ein paar Fehlschüsse gehabt, aber das Ziel war ja gerade, diesen einen zu töten. Und das hat er bestanden. Du bist jetzt mein neuer Sergeant. Wie heißt du? Kann ich nicht einfach dich als neuen Sergeant erkoren? Der andere ist irgendwie inkompetent. Sergeant inkompetent. Aber der hat ja auch mal eine gute Runde gehabt. So. Ja, da beenden wir das Ganze. Wieso sehe ich den? Jetzt kommen sie alle von der Seite. Sich ja quasi verpieseln. Vielleicht brauchen wir ihn nochmal. My salvation is my reward. Moving forward. Erstmal da so hin. Nahkampf 33%. Also er ist schon mal schlechter im Nahkampf oder was? Oh, Sergeant. The vortex energy has dissipated. The weapon is dead. Well done, kinsman. Do not declare victory so soon. This is not over yet. What say you? Another Eldari trap. The scry senses are registering a powerful warp energy surge. Nein. The voices return. Countless voices. I'm deafening my mind.
assaulting my psyche! Okay, was haben sie jetzt mit denen gemacht? Sind sie tot oder in einem anderen Raumzeitkontinuum gefangen oder gebracht? Oder in die Vergangenheit? Was wird's wohl sein? Ja, auf jeden Fall Mission erfolgreich, aber wie gesagt, in derselben Runde nacheinander ist für mich immer noch ein himmelweiter Unterschied. All contact with the strike team has ceased. All tracking beacons are silent. Curious. It would seem a warp storm is forming. How very unexpected. Is that all you have to say, Inquisitor? My battle brothers are lost. Every one of them. And you speak of this as if it is trifling happenstance. Damn you for your arrogance. So, ich hoffe, der schämt sich. Unerwartete Rückkehr. Ja, da werden sie wahrscheinlich zurückkommen. Habe ich doch gesagt. So. Spiel? Ich hoffe, du hast gespeichert und ich hoffe, das ist jetzt auch eine unerwartete Rückkehr. Ich glaube, das Spiel hat sich auf... Die Aufnahme läuft noch, okay. Krieg ich einen Ausschlag. Ja, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Unsere Brüder sind doch im Warp verloren gegangen. Und ja, mal gucken. Müssen wahrscheinlich hier erstmal langlaufen. Dann schließt die Tür. Dann öffnen sich wahrscheinlich die Tür. Ganz gut. Naja, ich werde auf jeden Fall versuchen, straight hier zur nächsten Mission zu laufen. Dass wir ja nicht hier nochmal irgendwie diesen Miniskirmische machen müssen. Bock zu, ganz ehrlich. Aber ansonsten macht es mir ja Spaß. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst doch mal bitte ein Like da oder einen Kommentar. Besser wäre noch ein Abo. Und da kommt eine Fehlermeldung. Die Sequenz enthält keine Elemente. Ah, in der Aufnahme wird sie nicht gezeigt. Gut. Ja, ich muss das Spiel neu starten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.